So, da sind wir wieder und wir sind im falschen Wald. Wir müssen eigentlich in den oberen Opinwald. Dazu müssten wir durch die Urbischbergwerke. Na gut. Wir haben das Gebiet hier noch nicht aufgedeckt, das sollten wir eh nachholen. Also machen wir es halt so rum. Außerdem dürften die Gegner hier inzwischen einigermaßen gut zu handeln sein, wenn wir nicht gerade fast tot und ohne Mana wären. Ja, da wollen wir aber nicht. Ah doch, wir können hier kurz schlafen. Wenn wir angegriffen werden, laufen wir einfach zurück. So, Heilung. Stufe 1 reicht. Hochheilen. Und wir haben unsere Items noch gar nicht angeguckt. Also ich denke mal, die Axt wird nicht besonders gut sein, denn komischerweise sind alle Äxte hier nicht so gut. 23 jetzt. 11 jetzt. Ich weiß echt nicht, was solche Items hier im Spiel suchen. Aber na gut. Und ein Dubelring. Wobei wir auch da nicht wissen, was der macht. Und ich weiß auch nicht, wie man Sachen genauer angucken kann. Nö. Das kriegt einfach unser Hauptcharakter, die. So. Und jetzt wieder zurück. Und weiter gegen die Widdermenschen gekämpft. Gucken wir noch kurz da zu Ende. Da müsste eine Sackgasse sein. Ah, eine Sackgasse mit einer Truhe. Säbelausweider ist auch nicht gut, kann auch verkauft werden. Heiltrank ist immer gut, ein Bezelbecher ist auch toll. Armschienen, die haben wir noch gar nicht. Er hat 67 Schutz, das heißt, er sollte sie bekommen. Er kann nur ein paar Armschienen tragen, obwohl er 4 Arme hat. Das ist ja auch kurios. Aber na gut, hier war definitiv eine Sackgasse, aber eine schöne Sackgasse, denn da ist eine Truhe da. Truhen sind immer schön. So, da ist nix. Da ist was Gehörntes, das stirbt richtig schnell. Okay. Zack, zack. Zack. Ah, ein Bienenschwarm. Wurfsterne können wir auch gleich verkaufen. Da habe ich bisher auch keine guten gefunden. Und Orks? Wo kommt ihr denn her? Ja, die sind jetzt echt kein Problem mehr. Da rasen wir einfach so durch. Sagt er und kriegt gleich total eins auf den Deckel. Nein, das können wir alles ganz locker gegenheilen. So, 2. 2. Das sah gerade so aus, als wenn 2 auf einmal getroffen wurden von seinen Armbrüsten. Boah, sind das viele. Streitkolben Puma, was machst du? Auch nicht besonders viel. Naja, können wir alles verkaufen, damit unser Silber wieder ein bisschen hochkommt. Weil diese 4 Rätsel zu lösen war ja ziemlich teuer. Oh, ein Stein. Ein glatter Felsbrocken. Es ist kein normaler Stein. Ich glaube, die normalen Steine hießen wirklich einfach nur Stein. Den werde ich auf jeden Fall mit normalen Steinen verwechseln. Ich hoffe mal nicht, dass dafür irgendwas Wichtiges ist. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir am Anfang. Und da müssen wir noch aufdecken. Aber komisch, dass die ganzen Orks hier sind, weil wir sind hier ja zwangsweise schon vorbeigekommen. Oh, Level up, sehr schön. Ja, wir wissen ja, dass Gegner respawnen können. Ich hätte nur nicht gedacht, dass die Orks hier am Anfang auch respawnen. Aber na gut, wir müssen jetzt durch die ganzen Illusionswände durch und dann da in die Urbischbergwerke, um dann in die oberen Opinwälder zu kommen. Wo war die nächste Wand? Andere Richtung, da und hier rein. Und jetzt schön rechts an der Wand lang. Was war das für ein Schlüssel? Eisenschlüssel? Ach, ich glaube, der war für eine der Truhen der Drakelhöhle.
So, wir wollen nicht runter, da war dieses riesige Ding, sondern wir wollen einfach nur durch. So, und jetzt wollen wir dahin zu Scotias Hindernis, um den ganzen Ramsch einzusacken. Ja, One-Hit wegen der Feuerarmbrust, sehr schön. Okay, fast immer ein One-Hit. Ching, ching. Dadurch müsst ihr auch richtig gute Erfahrungspunkte bekommen. Wenn meine Theorie stimmt, dass derjenige, der den letzten Schlag auf einem Gegner macht, nochmal Bonus-Erfahrungspunkte bekommt. Aber wirklich viel ist es nicht. Also nicht sichtbar. Sehr ärgerlich. Aber na gut, vielleicht hängt es auch davon ab, wie viele Lebenspunkte die Gegner haben oder wie schwer die Gegner an sich sind. Weil wenn man einen Gegner one-hitten kann, dann ist es ja nicht wirklich eine Herausforderung und nicht wirklich Erfahrungspunkte wert. So, und hier ist unsere Rumpelkammer. Das kommt mal alles mit. Es dürfte nicht passen, denn wir haben ja unterwegs noch ein paar Sachen aufgenommen. Aber das Gröbste können wir schon mal einsacken. Und den Rest können wir dann später verkaufen, wenn wir nach Eibel rein können. Das war's schon. Jo. Na gut, das war nochmal eine Ölflasche da und ein Bezelbecher, den können wir später noch gebrauchen. Heiltränke haben wir auch eine Menge. So. Und zwei Ginseng. So, das reicht jetzt aber. So, was sagt die Karte? Wir müssen in den Sumpf. Im Sumpf einfach nur rechts an der Wand lang rasen. Mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Ja, extrem Keyboard-Clicking. So. Den Stab hätten wir auch noch mitnehmen können. Tonk. Und da sind wir schon. So, jetzt nicht mit wahnsinniger Geschwindigkeit, denn wenn ich mit wahnsinniger Geschwindigkeit laufe, laufe ich in sowas rein. Einfrieren. Zwei. Jetzt müssen wir aber auch eine ganze Ecke laufen, denke ich, zum Händler. Der war ziemlich in der Mitte der Zone. Medizinmann, Bogenmacher. Na, das geht. Oh, doch nicht. Ja, ist eine ganze Ecke. Also hier rum, darum, schön vorsichtig. Nicht zu schnell klicken, um aus Versehen irgendwo reinzutapseln. So, ganz nach rechts, da kann nichts passieren. Also rechts drehen, dann ganz geradeaus. Hier ist irgendwo ein Sumpfloch. Da war das. So. Jetzt da lang, links. Ne, nicht links halten. Die zweite Abzweigung links ist das. So, jetzt geht's gleich runter, also rechts rum. Das ist die erste Abzweigung links. Das da wäre dann die zweite. Stromschlag. Ah. Bakata schläft schon wieder. Und jetzt nur noch geradeaus und links. So, hoffentlich kauft er das auch alles. Please, look at my wares. I have only the best for sale. 5 crowns. 90 crowns. 20 crowns. Dass sie echt für alles Dialoge synchronisiert haben. Also für jeden Wert, also 10, 20, 50, 90 und so weiter, dass sie dann extra eine Wave-Datei für angelegt haben, ist schon ganz cool. Und zeigt auch, wie viel Mühe die sich dabei gemacht haben. 5 crowns. 60. 15 crowns. Also angekommen sind wir hier in dem Sumpf, glaube ich, mit 500 Silbermünzen. Was dürfte man wieder hinbekommen? Das dürften wir auf jeden Fall hinbekommen. Hey, alles weg. Ja, geringfügig kommen wir an den Wert ran.
65 crown. Na, kommen wir noch auf 1000? 25. Nee, den Hammer wollten wir behalten. 10 crown. Das kann man weg. 10 crown. Das kann man weg. 5 crown. 70. 25. 10 crown. So, jetzt war's das aber. Hm? Ja. 856, sehr schick. Was ist das für eine Armbrust? That will shoot a bolt clear through an orc. 250 crown. Goodbye and come again. Die Armbrust könnte doch interessant sein, weil hier steht einfach nur Armbrust, das ist nichts Besonderes. Hier haben wir die Armbrust-Valkyre. Aber ich kann halt nicht beurteilen, wie viel Schaden die machen. Deswegen weiß ich nicht, ob es sich lohnen würde, die Armbrust da zu kaufen. Weil die Armbrust scheint die beste Waffe in seinem Angebot zu sein, wenn man so von links nach rechts durchgeht. Nom, 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 nom. Ach komm, was soll's, wir haben so viel Silbermünzen. Das leisten wir uns jetzt einfach mal. Please, look at my wares. I have only the best for sale. That will shoot a bolt. Nein, es heißt einfach nur Armbrust. Bye and come again. So viel dazu, das wäre so verschwendet gewesen. Ja. Na gut, wir könnten Axel jetzt auch noch mit einer Armbrust ausstatten, aber das ärgert mich jetzt. Na gut, kann man nicht ändern. Also ich könnte neu laden, aber nö, da bin ich jetzt selber schuld. So, da war der Medizinmann. Da geht's in den einen Opinwald, da geht's in den anderen. Wir müssen aber jetzt eigentlich noch den Kopf von diesen Stockmenschen finden. Der wird jetzt irgendwo gespawnt sein, nehme ich mal an. Wir waren ja schon in den meisten Gebieten hier. Da waren wir noch nicht. Schön vorsichtig. Ja, schön vorsichtig. Oh. Okay, Bakata ist wieder wach. Dann schlafen wir mal ganz kurz. Und danach machen wir ein großes Einfrieren, damit wir uns da mal ein bisschen umgucken können. So. 4. Ja, man sollte auch vorher auf Einfrieren stellen und nicht auf Blitzschlag. Hm? Oder Stromschlag. So. So, ruf da. Da war ein Baummensch. Da ist auch einer. Hey, bleib stehen. Die waren gegen Stromschlag anfällig. Na, Level up, sehr schön. Ah, und schon wieder so ein Gesicht. Und wir haben... Ja, wir haben den glatten Stein, den wir jetzt da reinstecken könnten. Aber ich denke, der wird für irgendwas Besonderes sein. Also nee. Wir können die Armbrust da reinstopfen. Das ist aber eine Taktik. Gucken, ob die passt. Oh. Volle Lebenspunkte. Auch nicht schlecht. Bogen Pfadfinder. Das traue ich mich jetzt nicht. Ja, das stinkt. Das wissen wir schon. Oh, und noch so ein Hufeisen. Wozu sind die Dinger? Oh, und die Zeremonienmaske. Das muss der Kopf sein, von dem der Medizinmann gesprochen hat. Oh nee, der Häuptling war das. Goodie. Und ich denke mal, der Pfadfinder wird besser sein als eine Standard-Armbrust. Kann ich zwar nicht jetzt irgendwie checken, aber... Nö, das sieht auch wie ein normaler Pfeil aus. Naja. Ich werde es jetzt einfach so handhaben mit den Fernkampfwaffen. Jedes Mal, wenn wir eine neue Fernkampfwaffe finden, die irgendwie mächtiger klingt als die vorherige, dann wird die ausprobiert. So. Wir müssen zum Oberhaupt, das ist da oben. Vorher können wir noch einen kleinen Abstecher machen, denn hier war eine Nische, wo wir noch nicht waren. Und Bakata pennt wieder. Komm, Stromschlag. Britzel. Und eine Truhe, sehr schön.
This does not seem to be the way to open it. Was haben wir drin? Ein Dolch, den wir gleich verkaufen können, Öl, das wir immer gebrauchen können und nichts mehr. Oh ja, besser als nichts. Und jetzt können wir einfach links an der Wand lang bis zum Häuptling. Dum 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 dum. Hier ist der Häuptling. Aber erst einmal speichern wir ab und machen einen kleinen Cut. So, LP 014 und bis gleich.